Elektromagnetische Messungen in den Bohrlöchern machen die Sprengkörper aus Stahl sichtbar. Auch unter Gebäuden und Straßen. Kosten für die Suche und Räumung der bombardierten Stadtfläche 420 Millionen Euro. Land und Gemeinde haben pro Jahr nur 7 Millionen veranschlagt. Das bedeutet, bis die Suche abgeschlossen ist, vergehen noch weitere 50 Jahre. Das ist ein Wettlauf mit der Zeit, den wir hier eingehen. Wir haben diese Zünder, die wir entschärft haben, alle untersucht. Und der innere Zustand zeigt uns also, der Verrottungsprozess nimmt immer mehr zu. Die Sicherungselemente, die da noch vorhanden sind, die verschwinden immer mehr. Das heißt, irgendwann wird es dann zu Selbstdetonation kommen können. Und das wollen wir ja vermeiden. Danke, morgen. Danke, morgen. Geht in